So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute ist bei mir immer noch Dienstag. Es war Raid-Boss-Wechsel. Mega Despo da kam in die Raids. Rigi Drago kam in die Raids, hat Rigi Eliki abgelöst. Wir waren unterwegs. Das ist Marie. Jonas und Sandra sind noch im Auto. Jonas schläft, ja, den mussten wir gerade mit der Schale durch den Regen tragen. Das Video habt ihr vielleicht am Dienstag gesehen, als wir den Mega Despo da Community Raid gemacht haben. Jetzt, es ist immer noch Dienstag, möchte ich einen Rigi Drago Raid aufnehmen, den ihr am Mittwoch seht, damit Raid am Mittwoch am Donnerstag kommt, aber wir die zwei Raid-Bosse einzeln in einem Video abgefrühstückt haben. Ich stehe hier beim Justizzentrum. Hier soll nämlich die Arena sein. Die Arena müsste dieses Gebäude sein, wo der Rigi Drago Raid dran ist. Das sieht auf jeden Fall episch, epochal aus. Das kann man sich mal angucken. Da ist auch ein Torbogen. Da kannst du auch durchlaufen. Dahinter kommst du zur Stele Arena, wo ich letztens auch schon mal einen Raid gemacht habe. Jetzt seht ihr mal die andere Seite von dem Gebäude. Und ansonsten habt ihr einen riesengroßen freien Platz, wo hier auch Gericht ist und alles. Was das genau ist, weiß ich jetzt nicht. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr aus Meiningen kommt, oder ihr schreibt es halt mal in die Kommentare. Ich muss mir mal einen Platz suchen für die Kamera, wo ich die hinbastel. Hier hast du nämlich nichts. Dort ist alles flach. Da kannst du nicht hin. Hier habe ich so eine Lücke gesehen. Da kannst du einen Zinnsoldat reinstellen. Das fand ich auch cool. Wenn du dich mal unterstellen willst, stellst du dich einfach hier rein. So. Stellst dich rein, genau, brauchst du keinen Schirm mehr, wunderbar, so sieht das dann aus. Können da drin stehen, können da rausgucken. Wenn ihr auch da drin stehen wollt, schreibt sie in die Kommentare. Wir werden jetzt noch warten, dass ein paar Leute adden, die eingeladen werden wollen. Zeigen euch dann mal die Konda-Übersicht, die ich im Community-Tab gepostet habe. Die WP-Werte für das 100er, was das überhaupt ist, was man dagegen nimmt. Eben halt Konda-Übersicht, wen wir einladen, machen dann den Rigi Drago Raid, der das erste Mal im 5er ist. Bisher gab es den nämlich nur in Top-Raids. So, jetzt habe ich auf jeden Fall die perfekte Kulisse gewählt. Ich habe einfach das Auto mitten vor die Einfahrt gestellt, die Kamera da drauf gestellt und jetzt seht ihr im Hintergrund schön das Gebäude, das Justizzentrum. Gleich kommt einer raus und nimmt mich mit. Das ist der Raid. Noch eine Minute Zeit, bis wir einladen müssen. Ich verweise nochmals auf den Community-Tab, wo immer richtig coole Sachen stehen. Zum Beispiel auch die Konda-Liste für Rigi Drago, der nur Typ Drache ist. Ihr am besten also Eis nehmt. Oder Drache oder Fee. Wenn ihr natürlich Drache nehmt, dann fallt ihr ganz schnell um wie die Fliegen. Deswegen nehmt am besten keinen Drache, nehmt am besten Fee, Mega God of War oder nehmt Mega Rayquaza, den gibt es nämlich doch gar nicht. 16,99 ist der 100er wert, ohne Wetterbrust und 21,24 mit Wetterbrust. Wie gesagt, hier war auch der andere Community Raid, hier war auch der Mega Despodar Community Raid eingetragen. Aber diese Grafiken finde ich viel schöner als diese Grafiken. Ich weiß nicht warum. Wer hat sich jetzt eingetragen? 11.50 Uhr wollten wir den jetzt machen. Ich gehe mal hier drauf und habe stehen 66 Pokehanda, Hikaru, Kid Son Gohan, Trainer Sir Ups und Moin, Servus, Moin, ich gönne mir jetzt 5 Cheeseburger. Das kriegt ein Herz, das finde ich gut. Mehr steht nicht hier. Ich gehe jetzt rein, da ist der Raid. Wir gehen drauf, nehmen das zweite Handy, gehen hier drauf, habe ein Togedemaru angedrückt. Nee, es ist ein Flauschling im Togedemaru-Mantel. Wir können es wieder öffentlich machen. Habe jetzt bei jedem natürlich einen Premium-Pass, weil ich habe ja jetzt schon den Mega Despo da gemacht. Laden jetzt hier drüben ein, das seht ihr nicht, weil ich ja alle auf dem Noodle-Account immer zum Adden habe. Ich kann aber mal schauen, wer online ist. Pupsi kann auch einladen, wenn sie möchte. Wir nehmen mal hier Mango Number 5, die Prinzessin, einen Sakrotan nehmen wir noch mit. Wir nehmen Andy Project und die Brezel Queen einfach mal random eingeladen. Mal gucken, wer von denen reinkommt. Mal gucken, ob es ein gutes ist. Das Ding ist noch nicht als Shiny verfügbar. Wir müssen es nochmal dazu sagen. Das ist in den Top Raids, in den Elite Raids eingeführt worden. Da konnte kaum jemand mitmachen. Die haben nämlich nur zu bestimmten Uhrzeiten, an bestimmten Tagen kurz stattgefunden. Ihr hattet nur eine halbe Stunde Zeit. Ihr musstet vor Ort sein. Ihr konntet nicht einladen. Das war auch nur an X-Raid-Arenen, also wenn ihr gar keine X-Raid-Arena hattet, konntet ihr sowieso gar keinen machen. Und jetzt haben sie das erste Mal für alle in die 5er Raids gepackt, dass jeder die Möglichkeit hat, da ranzukommen. Irgendwann kommt es sicherlich noch als Shiny. Hier haben wir eine God of War-Armee, die ausgewählt wurde. Auf dem Kleinen ist auch eine God of War-Armee, also
gibt es ja auch schon als Krypto. Nehmt halt einen Krypto-Trassler, macht ein Gardevoir draus und dann habt ihr da auch gute Konter dagegen. Wer ist jetzt drin? Samyang, Bulldog, Super Sani, Shenaya, Bladentiers, Meri, Shiny Hunter, Kitson Gohan, Hikaru, Pogehanda, Trainer Sir Ups, Mango Number 5, Ramses, der Digge, das sind 12. Warte mal, bis der Kampf anfängt. Gucken wir, ob wir es noch fangen können. Motor ist an, der Umwelt zuliebe, weil eben schon das alles, ich habe gar nichts mehr gesehen, das ganze Fenster war zu. Müssen dann direkt weiter, müssen dann noch zum Netto, müssen noch ein Paket abholen, müssen noch mal einkaufen, brauchen noch ein bisschen Wascht. Das ist auch wichtig, esst mehr Wascht, ne? Und ja, 13, irgendjemand ist noch dazugekommen. Jetzt muss ich bis hinter und gucken, wer hinter mir steht. Andy Project, also steht zwar vor mir, aber ist trotzdem dabei, finde ich gut. Andy Project ist auch drin, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde, los geht's. 16,99, ja. Jetzt habe ich den Wert von dem anderen im Kopf gehabt, schon ist der Wert wieder weg, weil jetzt der Wert von dem wieder da ist. 16,99 und 21,24 oder so. Ihr werdet es noch rauskriegen. Wir werden am Sonntag... Nee, machen wir nicht. Warte mal. Normalerweise machen wir am Sonntag immer Raids für Zuschauer von 10 bis 12 mittlerweile, wo man den aktuellen 5er Raid-Boss raiden kann, falls man noch Mitspieler braucht oder so, wo man aber auch den aktuellen Mega-Raid-Boss raiden kann. Aber am Sonntag ist ja, glaube ich, schon wieder das C-Day mit Quapsel. Das heißt, an diesem Sonntag werden wir keine Raids für Zuschauer machen. Falls das, wie Regi Eliki, auch 2 Wochen da ist, können wir aber in 2 Wochen, nächsten Sonntag dann, den Sonntag nach dem Sonntag, Raids für Zuschauer machen. So, wir drücken mal durch, gucken kurz nur die WP an, wer wie viel hat. 21 Bälle. Hier haben wir 16, 19, 16, 38. Jetzt ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte, was, 16, 19? Das ist doch das 100er. Aber wenn der andere 16, 38 hat, dann kann das nicht stimmen. 16, 99 war, glaube ich, das 100er. Ich habe nur die 9 hinten dran gesehen, 16 und hinten eine 9 und habe mich schon gefreut. Egal. Nehmen wir das mal mit. Das Gute ist, der ist auch tauschbar. Also wer Bock hat und sagt, der finde den übelst cool. Ja, das Display ist nass. Wer Bock hat und den übelst cool findet, könnte den natürlich im Lucky Trade jetzt auch sich rüber tauschen, bis man einen 100er hat. Das Display ist nicht nur nass, es ist auch nasser. Wir versuchen es mal ganz leicht abzuwischen, was halt nicht so gut funktioniert. Tun mal den Bauch raus, Moment. Und jetzt versuchen zu werfen, jetzt wo es nicht ganz so nass ist. Eigentlich stellt man ja erst den Kreis ein und wirft dann drauf. Jetzt hängt er wieder unten fest. Es kann doch nicht sein. Und jetzt greift er wieder an. Und jetzt ist er zu weit weg. Und nicht mal einfach fabelhaft. Ey. Regi Drago, da fand ich Regi Eliki schon nervig. Jetzt ist Regi Drago da und sitzt genau da an. Ne, führt genau das weiter, was der andere angefangen hat. Einfach fabelhaft. Das war aber Zufall. Heißt aber im Umkehrschluss, wir dürften den Kreis gar nicht mehr verändern. Obwohl der ziemlich klein ist, müssen wir sehen, dass wir beim Angriff werfen und dann nach schräg links oben ziemlich weit raus, dass er wieder in die Mitte kommt. Ungefähr so. Passt perfekt, einfach fabelhaft das zweite Mal hintereinander. Also ich glaube, so kann ich jetzt werfen. Muss nur aufpassen, von Minute zu Minute wird das Display wieder nasser. Dann fängt es wieder an und schmiert rum. Da hat er wieder angegriffen, wir ziehen wieder raus und wir haben drunter geworfen. So, wir versuchen es nochmal. Ich habe immer Angst, dass die Aufnahme sich beendet, wenn ich mit dem T-Shirt da drüber gehe. Ansonsten einfach nur zack, einfach nur ein U mal, ne? Nicht die ganze Zeit so, ihr verbraucht zu viel Energie. Macht einfach nur ein U. U ist Beste. Jetzt habe ich den Kreis verstellt. Jetzt muss ich den Kreis wieder einstellen. Dafür nehmen wir den Ball mal auf. Das ist zu klein. Der ist aber auch zappelig. Mann, ist der zappelig. So kann ich es lassen. Und jetzt einfach ein U werfen, zack, einfach fabelhaft, passt. Sieht aus wie ihr Vater, sieht aus wie gekonnt, sieht richtig genial aus, kommt aber trotzdem raus. Wir werfen also weiter. Nicht den Kreis verstellen, das ist wichtig. Das Gute ist, er greift so oft an. Ihr müsst also nicht lange warten, bis ihr werfen könnt. Zeichnen das nächste U. Zu hoch, zu gerade. Der hätte noch mehr nach da gemusst. Wenigstens erkennt man seine Fehler und lernt draus. Das wird bestimmt in der Raid Mania wieder richtig genial. Ein U links rausgezogen, schon passt es wieder. Merkt ihr den Unterschied?
zwischen fast gerade Kurven und schräg Kurven im 45-Grad-Winkel. Dann passt das meistens. 3XL noch bekommen vor Ort. Wir bewerten den mal kurz. 10, 10, 13 ist halt auch mega schlecht. Egal, lass mal so, leg mal dahin. Ich kann die Aufnahme schon beenden. Außer es kommt wieder ein Glücksfreund rein. Wie bei Mega Despo da. Nee, ich sehe gerade nichts. Ich beende die Aufnahme. Zeige euch nochmal, da habt ihr gerade gestanden, da habt ihr gerade gelegen. Das ist eure Ablage gewesen. Und hinter mir natürlich dieses wunderprächtige, schöne Gebäude mit Fenster auf da oben. Wunderbar. Wir gehen jetzt Paket abholen, Wascht kaufen. Habt ihr ein gutes Regidrago schon bekommen? Vielleicht aus den Top-Rates, aus den Elite-Rates? Schreibt es mal in die Kommentare. Mega Despota-Rates wurden gemacht, wenn ihr dieses Video seht. Regidrago-Rates werden noch gemacht. Und bei Regidrago-Rates kann man trotzdem noch Mega Despota mit unterbringen. Ich hab Bock, hab ein paar Ziele. Mal gucken, ob ich sie erreiche. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.